Möwen. Ja, Möwen war fast richtig. Ihr singt Scheiße! Komm schon! Okay, Entschuldigung. Das Fenster ist, also mal ganz ehrlich, das Fenster ist offen, ja? Was willst du noch an frischer Luft? Wie frisch soll die Luft an Deck bitte sein? Ja. Sieht gut aus, ja. Ja. Du musst den Pinsel aber nicht mal mit Farbe betuchen oder so. Nicht. Nein. Du wirst Ahnung von deiner Arbeit haben. Möchte ich da gar nicht kritisieren. So. Was ist hier? Was macht ihr hier? Achso, ihr pustet die Seile ab. Okay. Guter Job, Männer. Ich bin stolz auf euch. Mit so einer Crew lässt sich über den Atlantischen Ozean segeln. Was machst du? Pustest du den Vorrat ab? Nein, du schaust den Vorrat an. Wir spielen Activity übrigens. Wir müssen jetzt raten, was er uns sagen will, ohne dass er was sagen darf. Matratzen. Auge. Du beäugst die Matratzen. Okay. War das jetzt richtig? Anscheinend nicht. Okay, wir geben erstmal auf. Wir machen hier später weiter, diese schwere Nebenquest. Und schauen erstmal hier. Hier können wir was spielen. Hallo? Da kann ich was spielen? Wir können nicht spielen. Ja, dann können wir halt nichts spielen. Übrigens, da hinten, da sind auch zwei Wi-Fi-Hotspots. Drahtlos-Punkte. Ich glaube, da können wir mal kurz vorbeigucken, Kinder. Bestimmt. Wir sind in eine Sackgasse gelaufen. Aber kein Grund zur Panik, das können wir retten. So. Interaktion, okay. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hoch erfreut. Adam Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nee. Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ja, Mensch, erstmal, weißt du, mit Manieren werden wir hier überschüttet. Mit Lob, finde ich geil. Also so ein Typ bin ich dabei. So, massier uns. Guten Morgen, Doktor. Ach so, das ist ein Doktor, Scheiße. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Also nicht, weil sie daran gewöhnt sind oder so, das wär zu einfach. Ja, ist gut. Wir können auch bestimmt noch was spielen. Komm schon. Komm, ich will Spiele spielen. Ja! Fanorona. Man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar. Schlagen Sie die Steine des Gegners. Regeln. Schlagen Sie gegnerische Steine, indem Sie auf sie zu oder von ihnen weggehen, wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle ununterbrochenen auf derselben Linie dahinter liegenden Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf ein benachbartes leeres Feld setzen. Das ist aus der Entfernung. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das geht.
aber wir lassen ihn mal den ersten Zug machen. Komm schon. Hey! Was soll denn das? So. Ich will einen anderen Stein auswählen. Aha, okay. Okay, was können wir? Wir können den auswählen. Den können wir nicht, aber wir können den auswählen. Okay. Nee, wir können auch. Boah, das Spiel ist viel zu schwer. Jetzt tust du deine Hand mal weg, ey? Ich glaub's ja wohl. Nein. Boah, was ist denn das für eine Steuerung? Ich raste ja auch komplett. Komm, dann setzen wir den ja da hin, wenn das Spiel will. Das war ein taktischer Meisterzug, ich weiß. Ja, genau so. So, ja, perfekt. Perfekt, genau. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, da bin ich ehrlich an der Stelle. Entschuldigung. Was soll das denn? Ach, der sagt uns, was wir nehmen können für Steine. Ist das nicht geil? So, wo können wir denn möglichst viel mitnehmen? Können... Den... Ich glaube, ich habe das Spiel sogar verstanden, bin ich ganz ehrlich an der Stelle mal. Wir können... Ah, genau, nehmen wir die drei mit. Komm, das sind jetzt drei, oder? Warum sind das keine... Okay, es sind keine drei. Ja, das war mir natürlich klar. Es kann nur diagonal geschlagen werden, auch schön zu wissen. Jetzt... Hallo, hör auf! Was soll denn das, ey? Unhöfliches Kind, ey. Wahnsinn. So, das ist bestimmt toll. Okay, jetzt habe ich das Spiel wirklich verstanden. So. Das Spiel ist scheiße. Der spielt doch nicht richtig. Der nimmt mir meine ganzen Steine weg. Jetzt habe ich euch. Du hast uns einen Scheißdreck, du Arsch. Aber bei Spielen bin ich prinzipiell immer sehr höflich. Also da kenne ich gar nichts. Abbrechen, eh. Pass auf, wir nehmen jetzt den und setzen ihn dahin. So. Genau, dann noch den nehmen wir noch mit. So. Und das... Was? Nee. Hier, den noch. 1, 2, 3. Ja, zack. Weggenommen habe ich's. Jetzt hab ich dich. Spasti. Hey. Nicht cool. Komm schon. Oh, was ist halt unfair, ey. Was ist halt unfair. So. Genau hier hin. Ich denke mir gerade, wenn man da als Zuschauer sitzt, da kriegst du eine Macke, ey. Das kann doch keiner mit angucken. Abgesehen davon, dass ich gewinne. Aber ey, das ist nur Nebensache, Kinder. Zack. Das könnt ihr ruhig haben. Ja, natürlich. Der kann, ey. Scheiße. Okay. What the fuck am I doing? Wir können ihn bestimmt an. Das war bestimmt richtig. So, jetzt kommen wir hier. Und, komm. Jawohl. Gut aufgepasst. Ja, natürlich. Aber wir können nicht. Okay, scheiße. So, 1 gegen 2. Ja, die zerlege ich doch auch Deluxe oder was, Kinder? Oder so. Ja, genau. So, jetzt 1 gegen 2, mein Freund. Ich zerleg garantiert. So. Komm schon. Ich frage mich gerade, ob das irgendwas bringt. Eigentlich hier. Das war, glaube ich, falsch. Ob das irgendwas bringt, wenn ich hier gewinne. Oder ob ich einfach nur zum Spaß spiele oder so. Okay, scheiße, ich hab's mir gedacht, er darf den eben. Fuck.
So ein Idiot. Einfach mal einen Stein wegnehmen oder was? So, dann kann ich doch bestimmt hier oben. Ich würde sagen, kurz bevor ich vom Sieg stehe, können wir nochmal wetten. Dann nochmal so eine Wette abschließen, dass ich dich nochmal einmal richtig zerleg, ey. Komm. Komm. Sag, das war nicht falsch. Yes. Das war doch bestimmt richtig. Bitte. Nein. Ich durfte den Stein. Oh nein. Du bist fies. Der spielt nicht mit rechten Mitteln. Komm, hier können wir noch ein Spiel spielen. Die alten Spielkinder können bestimmt hier noch ein Spiel spielen. Jawohl. Neuner Mühle. Ach, das ist einfach Mühle. Ach so, ja, na, das ist ja geil. Konnte ich noch nie, aber hey. Konnte ich wirklich noch nie. Ja, scheiße. So, Auswahlcursor. Ja, los geht's. Okay, okay. Einmal blamieren zum Mitnehmen, bitte. Das sieht doch, das sieht doch, das sieht doch echt. Was habe ich getan? Scheiße. Jetzt muss ich... Warte, ich kann doch bestimmt nochmal anfangen. Ich habe gar nichts... Oh, Mann, ich habe doch gar nichts gesetzt. Was willst du von mir? Schwatter Carlo oder was hier? Setz... Ah. Jetzt muss er dahin. Muss er nicht. Ja, dann halt nicht. Uiuiui. Dann blocken wir hier einmal. Nee, warte, dann blocken wir hier einmal. Oh, die Taktik. Der Taktik-Fuchs muss zuschlagen. Das ist unfair. Das darfst du nicht. Wenn wir den ersten Zug haben, können wir einen von ihm mitnehmen. Das wäre einfach. Ja, komm. Wie viel Stein hat der eigentlich noch? Hat der noch 5? Oh. Das war fies. Boah, das darf der halt einfach mal gar nicht, ey. Setz mal hier einen hin. Seine Mühle, da kann er mal ganz schnell vergessen, Amigo. So. Dann. Ich weiß immer noch nicht, was ich mache, aber es ist egal. Das ist nicht wichtig. So, wenn ich hier hingehe, dann. Aha, okay, das ist geil. Dann habe ich dich einmal richtig die Katze einmal im Sack gekauft, Freunde. Genau, jetzt gehst du dahin. Scheiße. Ah. Ich stelle mir immer noch vor, wenn man als Zuschauer sitzt und denkt, Tukalu, weißt du, man sieht doch, wo du was hinsetzen sollst, du Idiot, ey. Und wahrscheinlich sieht man auch, aber ich seh's nicht. So, möchte ich betont haben an der Stelle. So, wir haben noch, okay, wir haben noch jeweils einen Stein. Ja, das wird ein Spaßparadies, das seinesgleichen sucht. So, okay, dann wird er seinen letzten da hinsetzen und wir haben alle blockiert. Aber, boah, scheiße. Was tun? Hier hinsetzen wäre, glaube ich, doof. Na, hier, das wäre dumm. Das wäre auch dumm. Tust du die Finger da weg? Da oben liegt... Mein Freund, ja? Ich habe Bedenkzeit. Wir haben nicht gesagt, dass ich eine bestimmte Zeit hier einhalten muss. So. Ach, scheiße. Alter, jetzt schon wieder... Weißt du, das war jetzt richtig scheiße dumm gesetzt, aber egal. Der hat seine komischen Griffel da wieder voll in das Spielbrett gehalten. Ey, wichtigste. So, wir müssen jetzt also Mühlen produzieren. So. Der wird uns so abziehen, ey. Der wird uns so abziehen, Digga. Ich schwör, Mann. Ich schwör. So. Okay, die darf ich nicht wegbewegen. Das ist auch schon mal super. Wenn ich die wegbewege, kann ich sowieso einpacken. Bäh. Seufz. So. Hier vielleicht, das bringt ihm gar nichts.
Müssen die ja zwingen, so einen kleinen Fehler zu machen, ja? So. Genau, genau, das ist genau so hatte ich das geplant. So, jetzt kann ich den Stein noch in die Mitte tun. Okay, ich nehme es als Nein. Traurig, traurig. So, nee, was machen wir jetzt? Wir können ja gar nichts bewegen. Wir hatten so scheiße taktisch aufgebaut hier, ey. Ist ja Wahnsinn. Meine Idee war das sicher nicht. So. Okay. Was hast du getan? Ich hab's nicht gesehen. Okay, du hast noch gar nichts getan. Super, super, super. Oh, nein. Nein. Dich setzen wir nach oben. Ah, dann machen wir das so. Ha! Er wird es verhindern. Das Schöne ist auch, keiner weiß, was ich gerade denke eigentlich. Genau, genau das. Genau. Du Schelm, du Alter. Scheiße. Können wir nicht seinen Stein schieben? Komm, den nach oben. Okay, können wir nicht. Schade. Den Versuch war es immerhin wert. Muss es auch mal probiert haben. So. Wir können ja auf Remis spielen. So ein kleines Unentschieden oder so. Nicht? Nicht. Ja, du, dann nicht. Ne. So. Den nach hier oben. Dass auch ja bald gar nichts mehr bewegt werden kann. Fick dich, ey. So ein Spasti. Ich erläutere das mal kurz. Also, das kann ich nicht wegbewegen, so hat er eine Mühle. Das kann ich nicht wegbewegen. Doch, das könnte ich. Achso, das kann ich sowieso nicht wegbewegen, weil ich keinen Platz mehr habe. So. Und eine Mühle habe ich in Aussicht hier. Und hier. Und hier auch. Aber im Prinzip eigentlich nirgendwo. So wie ich das gerade sehe. Mühle ist scheiße. Ganz ehrlich, das ist das behindertste Spiel, was ich je gespielt habe. Bis auf dieses komische andere da. Ja, das war ja sowieso der größte Beschiss, der mir je untergejubelt wurde. So, jetzt will er auf dem Remis raus. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Keine Sorge, Kind. So, hier rüber. Ich krieg den noch. Es gibt bestimmt 3 Folgen lang diese weiße, ne? 3 Folgen lang nur bla. Kann ich ja auch. So, das ist mir egal. Hier runter. Und so wartete Desmond Miles auf den entscheidenden Fehler seines Gegenübers. Mach einen entscheidenden Fehler! Komm schon! Jetzt mach doch einen Fehler! Schatzi, bitte! Komm schon! Er will keinen Fehler machen. Ja, ist schon gut. Ich verstehe schon. So, dann macht er jetzt genau, ja. Das sieht gut aus. I have still no idea what I'm doing. Ach so, okay, ja, dann geht es natürlich klar. Den muss ich blocken. So, dann geht der jetzt dahin. Der will ein Remis, dieser Wichser. Dieser dumme Wichser will ein Remis haben. Dieser dumme Wichser will ein Remis haben. Ich verstehe das. Ah. Gibt es eigentlich Remis oder? Also. Ja, unentschieden. Akzeptieren. Ja, gut. Wow. Das war Spannung pur. Wir gehen vielleicht doch mal aufs Oberdeck. Ich mag die Spiele hier nicht. Wie komme ich auf Oberdeck? Wahrscheinlich